es ist einfach wichtig, auch die Gegenwart zu verstehen. Oh, dafür muss ich in die Vergangenheit gehen. Beispiel und jetzt jüngere Vergangenheit, es ist auch noch in keinem, in Anführungsstrichen, Geschichtsbuch aufgearbeitet, die Demonstration Ende der 1980er gegen den Pflegenotstand. Da ist durchaus was passiert hinterher. Die Pflegeversicherung kam auf einmal. Die war ja 10, 15, 20 Jahre schon geplant. Dann haben wir mit der Deutschen Wiedervereinigung auf einmal die Möglichkeit gehabt, dass Studiengänge entstanden relativ schnell. In der Vergütung hat sich was verändert. Die Krankenhäuser haben neue Schichtmodelle eingerichtet. Das weiß man heute gar nicht mehr, weil das noch nicht aufbereitet ist. Musik.